wenn du den Kahlschlag hier siehst, wie fühlt sich das für dich an? Wir sind am Weg hierher durch ein wunderschönes Tal gegangen mit wahnsinnig üppigem Urwald, mit riesigen Buchen und Ahorn und Eschen und gewaltigen Tannen. Dieser Wald stand hier auch mal. Das, was man hier hinter mir sieht, ist eine grüne Wiese, wo man sich denkt, na, so schlimm ist das ja vielleicht eh gar nicht. Ja? Aber man muss sich vergegenwärtigen, hier stand ein Urwald mit jahrhundertealten Bäumen, mit einer unglaublichen Artenvielfalt, Habitat für viele, viele Tiere. Viele Tiere gibt es kaum mehr in Europa, wie zum Beispiel Bären und Wölfe, die sind hier sehr häufig. Wahrscheinlich schaut uns hier jetzt gerade ein Wolf oder ein Bär auch irgendwo zu, denkt sich, was machen die da? Für diese Tiere ist das hier kein Habitat mehr. Die kommen hier vielleicht raus, um zu grasen, aber leben können die hier nicht mehr, weil die Bäume alle weg sind. Ja? Und das ist eine ökologische Katastrophe, so ein riesiger Kahlschlag, weil hier eine wüstenähnliche, steppenähnliche, völlig andere Situation entsteht. Das ist der Wald, der sozusagen seine Bewohner schützt, der ein eigenes Mikroklima schafft, der ist hier verschwunden, der ist weg. Und das dauert Jahrhunderte, bis der Wald wieder zurückkommt. Der wächst hier vom Rand wieder ein. Da ist Wiese entstanden. In der Wiese leben Mäuse. Die Mäuse fressen die jungen Bäume. Auf der Wiese heraus stehen die ganzen Hirsche und auch Bären. Die grasen, fressen auch die jungen Bäume weg. Also das ist eine Kampfzone hier. Und das wird sehr, sehr lang dauern, bis hier wieder ein vergleichbarer Wald wächst. Möglicherweise wird das Jahrtausende dauern. Aber macht doch nichts. Ist doch trotzdem schön, oder? Die Frage, ob es schön ist, ist eine andere Frage. Es gibt auch Menschen, die finden Atomkraftwerke schön. Könnte man sagen, ist eine interessante Ästhetik, ja? Oder einen Großflughafen. Es geht hier weniger um die Schönheit. Das sind ja die letzten Urwälder, die Europa noch hat. Hier haben Arten einen Rückzugsraum, den es kaum mehr gibt. Das ist ein wichtiges Forschungslabor für die Wissenschaft, weil diese Flächen, wo die natürlichen Prozesse völlig ungebremst und völlig unbeeinflusst seit Jahrtausenden ablaufen können, die gibt es fast nicht mehr. Und auch angesichts des Klimawandels ist es wichtig, diese Nullflächen, diese Referenzflächen, diese unbeeinflussten Flächen zu haben, um auch erforschen zu können, wie ein optimal, evolutionär optimierter Wald. Ja, Urwälder sind evolutionär optimiert, das sind seit Jahrtausende, Jahrmillionen wurden die getestet und haben sich angepasst, wie so ein angepasster Wald auf den Klimawandel reagiert, weil man daraus vielleicht auch Rückschlüsse ziehen kann für die bewirtschafteten Wälder, um die Schäden durch den Klimawandel gering zu halten. Also das hier ist eine Schatzkiste, dieser Urwald, und das, was man hier sieht, ist ein Desaster.